I'm Megan O'Leary, and here's what you need to know in your UFC Minute. This weekend, we have a stacked card with tons of solid fights, with a main event you won't want to miss. When this fighter first began competing, the goal was always the same for the talented mixed martial artist: to win a world championship. This weekend, live from Toyota Center in Houston, Texas, the star gets his long-awaited crack at the UFC heavyweight crown, in a fight that has fans around the world buzzing. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Als nächstes dürfen wir uns auf einen UFC-Titelkampf im Schwergewicht freuen. Heute greift er erstmals nach dem Titel im UFC-Schwergewicht. Es ist eine richtig schwere Aufgabe. Er hat gezeigt, dass er ganz vorne mithalten kann. Aber kann er den amtierenden Champ wirklich ablösen? Es ist eine Gelegenheit, wie sie vielleicht nicht mehr wiederkehren wird. Eine Gelegenheit, die er nutzen will. Um jeden Preis. Das ist nicht zu übersehen. Das zeigt der Deutsche. Ja, was für ein wichtiger Tag für ihn. Sein erster Titelkampf. Heute kann er den Durchbruch zum Superstar. Da ist der Einmarsch des Titelverteidigers. Was mich an diesem Kämpfer am meisten beeindruckt, ist, wie viel der einstecken kann und wie gut er sich zwischen den Runden erholen kann. Ich glaube, von all den Fightern in der UFC ist das einer der zähesten. Ja, und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Schwergewicht. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und kurz noch der Blick auf die Größe. Da gibt es leichte Unterschiede, bei der Reichweite aber alles ausgeglichen. Jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Hier ist Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. The action begins. Our referee in charge, Mario Yanisopi. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Toyota Center in Houston, Texas. Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of 18 wins, no losses. He stands 6 feet 7 inches tall, weighing in at 254 pounds. Fighting out of San Diego, California, presenting the challenger, Iceman. And now introducing the champion. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 25 wins, 8 losses, and 1 draw. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 231 pounds. Fighting out of Los Angeles, California, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion. This is for the championship bout. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Touch gloves. Jetzt klatschen sie sich ab und warten auf das Startsignal des Ref. Der Titel im Schwergewicht. Der soll es für diese beiden sein. Los geht's.
seinen Gegner in diesem Kampf einfach überrumpelt. Bevor der überhaupt wusste, wie ihm geschah, lag er schon am Boden und wurde ausgezählt. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Hier der Knockdown in einer anderen Einstellung. Er hat allen Grund zu jubeln, hat sich hierdurch K.O. den Sieg geholt in diesem Titelkampf im Schwergewicht. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki is about to stop this contest at 16 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC heavyweight champion of the world, Iceman. Eine schöne, eine durchaus auch überzeugende Leistung. Er ist jetzt unser neuer Champion. Und die Freude, die kennt jetzt keine Grenzen mehr. Bei ihm und auch bei seinen Fans. Das war einfach ein Kampf, der gezeigt hat, das ist ein Riesenkämpfer. Technisch sehr stark, aber auch in Sachen Taktik immer wieder brillant. I'm Megan O'Leary, and it's time for your UFC Minute. The MMA world is buzzing about that incredible performance this past weekend in the main event. Last weekend at Toyota Center in Houston, Texas, it was a night to remember for the mixed martial artist whose story has captured the imagination of fans around the globe as he fought the fight of his life when it mattered the most. When the dust settled, Bruce Buffer said, and knew. And he was crowned UFC Heavyweight Champion of the World thanks to a memorable performance. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights.